Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Resident Evil Code Veronica X. Gleich vorweg, ja, gestern ist irgendwie die Folge unter den Tisch gefallen. Beziehungsweise unter den Tisch gefallen ist eigentlich der falsche Ausdruck dafür. Sagen wir mal eher, ja, da hat was nicht ganz so geklappt, wie es hätte klappen sollen. Ist aber auch nicht wirklich schlimm. Dadurch weiß ich jetzt zumindest, wo wir was wie machen müssen. Zumindest in groben Zügen weiß ich es noch. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Vor allen Dingen, was ist, die Aufnahme wird ja nicht allzu lange dauern, weil man kann zu späteren Zeitpunkt nicht mehr richtig speichern. Ich tausche gerade auch ein paar Waffen aus. Zumindest so, wie ich es benötige. Aber jetzt werde ich erstmal ein paar Zombies vor uns haben werden. Und da denke ich mal, lohnt sich die Dingens nicht, die Bazooka. Beziehungsweise der Granatwerfer. Sondern eher die Schrotflinte und die gute alte Pistole. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich noch ein bisschen Gewehrmunition hier hätte, was ich wohl leider nicht habe. Hm. Stört mich doch ein kleines bisschen. Egal. Ist nichts, womit wir nicht zurechtkommen werden. Eigentlich brauchen wir den Flügel eigentlich auch nicht. Komm, dann lege ich ja wieder zurück. Ich meine, wir finden nämlich noch welche. Ich glaube, wir brauchen eh insgesamt 4 Stück, aber wir brauchen auch so erstmal ein bisschen Platz. Da ich mir zumindest bei einer Sache alles andere als sicher bin. Zumindest was wir benötigen, was wir nicht benötigen. So, gut. Jetzt habe ich aber auch genau das alles, was ich wollte. Nehmen wir ein bisschen Pump-Action in der Hand. Und gönnen uns ein paar Zombie-Opfer. Ich glaube, hier war nichts mehr zum... Aha. Jetzt ist der Strom mal wieder aus, oder? Und... Ja, sieht zumindest besser aus. Also wir lassen es jetzt so. Ich meine, in der letzten Folge hätte ich den nämlich schon mal drauf gedrückt. Aber nun gut, lassen wir uns da mal ein klein wenig überraschen, was jetzt alles kommt. Also ich versuche so wenig zu spoilern wie möglich. Ja, hallo. Ja, und? So, war schon mal 3. Und? Ach, da gibt's doch nicht. Komm her, Mann. Ja, gut, da ist die Pump-Action schon leer. War gut verschossene Munition. Ist aber nicht wirklich schlimm. Blaukraut bleibt Blaukraut. Ja, nehmen wir mit. Und dann haben wir auch schon mal Grünzeugs. Und ihr lasst mich durch. Ja, und... wen habe ich jetzt gerade getroffen oder auch nicht getroffen? Komm her, kann ich jetzt nicht... Bleib doch mal liegen hier, mein lieber Herr Gesangsverein. Unglaublich hier manchmal. Die Zombies von heute haben keinen Respekt mehr vor dem Alter. Wenn man sich jetzt natürlich fragen kann, wie alt ist denn so ein Zombie? Ja, wurde schon lange nicht mehr benutzt. Ist ja in Ordnung. Ist aber weit nichts Neues. Genauso wie eine Stelle weiß ich nicht wirklich, wie wir da unbeschadet durchkommen sollen. Ist aber auch nicht schlimm. Ach ja, Munition. Hier haben wir Schrotmunition. Nehmen wir auch direkt mal und dann halten wir auch erstmal die Pump-Action in der Hand. Hat nämlich einen gewissen Grund, warum wir den irgendwas sehen. Warum ich jetzt da, sag ich mal, so erpicht drauf bin, die ein bisschen leer zu ballern. Hoah. Generell kennt man, denke ich mal, die Szenerie schon so ein kleines bisschen. Ja, blaues Juwel genommen ist ja schön. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt irgendeinen der Juwelen aus den Augen brauchen, weil wir erinnern uns ja, da war ja ein Bild. Ja, setzen wir mal ein. Und die andere Seite lassen wir erstmal, wegen dahinter ist nur Munition. Und zwar für den Colt, den wir noch gar nicht besitzen. Und solange ich nicht weiß, wo es den Feuerlöscher gibt, bitte mir auch nicht vorspoilern, wo es den gibt. Irgendwie, da finde ich ihn selbst oder ich finde ihn gar nicht. Oder doch, von mir aus, wenn ihr meint, dass ihr in den Kommentaren schreibt, dann schreibt ihr ruhig rein. Ja, eigentlich. Der Rechte egal, weil ich dann wahrscheinlich schon längst an der Szenerie vorbei sein werde. Ich sag mal, dabei die selbst nicht finde, das finde ich nicht ganz so toll. So, und hier haben wir die Szene, wo ich nicht weiß, wie man hier unbeschadet durchkommen soll. Jetzt muss ich erstmal schauen, gehen wir nach links, nach rechts. Wir gehen erstmal nach links. Ja, 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 ja. Da haben wir einen Flügel, holen wir das gleich ab. Wir müssen jetzt ja nichts überstürzen. Ja, ihr ekelhaften Mistviech, aber einfach durch. Irgendwie durch. Ja, nee, 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 nee.
Wir sehen hier schon, liegt alles voller Blut. Da liegt noch ein grünes Kraut. Vielleicht nehmen wir gleich einfach mal ein, was wir haben, und setzen das mit diesem grünen Kraut, was da rumfliegt. Oh, Spannung, Spannung. So, wer kennt diesen Gang hier noch? Ich aber egal, wir suchen jetzt erstmal kurz an den Seiten ab. Den Raum habe ich gar nicht wirklich durchsucht gehabt bei meinem ersten Versuch. Da, der Virusforschungsbericht. Die Arbeit am T-Veronica-Virus, den ich der Ameisenkönigin entnommen habe, geht weiter. Je mehr ich ihn erforsche, desto beeindruckter bin ich von seinen Möglichkeiten. Ich habe mir den Virus endlich selbst injiziert und herausgefunden, wie ich seine Macht benutzen kann. Ich werde den Fehler vermeiden, den ich bei meinem Vater gemacht habe. Hahaha, deswegen, ne? Ich werde die Aktivität des Virus durch extrem niedrige Temperaturen verlangsamen, sodass meine Zellen sich ganz langsam verändern. Meinen Berechnern zufolge wird es 15 Jahre dauern, bis mein Körper resistent wird und in der Lage ist, mit dem Virus zu koexistieren. Bis dahin habe ich keine andere Wahl, als mich ganz auf die Kapsel zu verlassen, in der ich mich befinden werde, sowie auf diese unfähige, aber loyale Kriegerameise von einem Bruder. Für uneingeschränkte Macht muss ich eben auch ein Risiko eingehen. Ja, das ist leider wahr so. Wenn ich erwache, werde ich die Königin sein und meine Kinder werden den T-Veronica-Virus in die ganze Welt tragen. Jedes einzelne Wesen auf der Erde wird nur noch existieren, um mir zu dienen. Dann endlich wird die ganze Welt das perfekte Ökosystem erreicht haben, genau wie ein normaler Ameisenhügel, nur in wesentlich größerem Maßstab. Alexia Ashford. Ha, ein Bericht, der jetzt wohl 15 Jahre lang darum lag, sich kein Mensch wirklich drum gekümmert hat und sie auch nicht so gefragt hat, sie strebt die Weltherrschaft an. Möchte ich das überhaupt? Aber gut, das sind jetzt so kleine Geschichten, um die müssen wir uns nicht wirklich Gedanken machen. Nicht wundern, wenn ich jetzt hier ein bisschen unkoordiniert laufe. Ich möchte einfach nur ein bisschen die Ecken hier durchsuchen, aber hier scheint es sich zu geben. Ja, machen wir gleich nochmal. Ja. Nein, möchte ich nicht. So, jetzt aber richtig. Hier steht etwas geschrieben. Als Zwillinge sind Alexia und ich wie zwei Seiten einer Münze. Licht und Schatten. Unter dem Namen Alexia ist ein Muster. Herz, Pik, Doppel-A, König. Sollten wir uns merken? Es sind ja Zwillinge. Wie wäre es mit einem Rückwärtsversuchen? Also König, Doppel-A, Pik, Herz. Ja, König, Doppel-A, Pik, Herz. Keine Reaktion, also versuchen wir nochmal. Ich muss nur kurz mal wissen, wie die Symbole sahen. Herz, Pik, Doppel-A, König. Und zwar so habe ich sogar eigentlich direkt herausgefunden. So, nicht so. Oh, hoffentlich kriege ich das jetzt noch zusammen. Prüfe. So, gegenüberliegende Seite vom Pik ist der König. Gegenüberliegende Seite vom Herz ist das Doppel-A. Im Gegensatz dazu ist natürlich das Herz von Doppel-A das Gegenüberliegende. Heißt also, wir waren jetzt, na, wo waren wir? Dies, dann das Doppel-A, Herz und Pik. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. König, Doppel-A, Herz, Pik. König, Doppel-A, Herz, Pik. Ach, zuerst hat er gesagt, König, Doppel-A, also Doppel-A, König, Herz, Pik. Doppel-A, König, Herz, Pik. Hier, Doppel-A, Herz, König und der Pik. Hä, schon wieder vertan. Also so geht's auf jeden Fall, so habe ich das zumindest gestern ohne Probleme gelöst bekommen. So, also nochmal. Gegenüberliegend von Herz ist das Doppel-A. Achso, mit Doppel-A fangen wir an. Danach geht es weiter mit dem König. Pik. Nee. Okay, nochmal. Jetzt aber wirklich merken. Also Doppel-A. König. Herz,
Pick.